Gucken, wie heute alles glatt durchgeht. Also nochmal herzlich willkommen. Lasst mich noch mal kurz erklären, wie das hier alles funktioniert. Für diejenigen, die noch nie Lightning Talks gehört oder auch noch nie gehalten haben, wie spricht man Lightning? Wie spricht man einen Lightning Talk? Genau. Wenn man einen Talk selbst halten wird, sollte man ganz vorne in der Reihe sitzen, schnell auf die Bühne kommen. Die Talks werden kurz bevor es losgeht, angesagt, dann so ins Mikrofon sprechen, wie man es da vorne sieht, nicht umdrehen, um auf die Slides zu gucken, weil dann hört man mich nicht mehr. Genau, die Slides könnt ihr unten vor euch nochmal auf dem Boden sehen, guckt einfach nach dort, benutzt den Klicker, der immer auf dem Podium liegen bleibt. Und mit rechts und links könnt ihr die Slides weiter- oder zurückschalten. Bleibt ganz ruhig, so wie wir es hier machen, und haltet euren Talk. It's good if you finish on time. Es ist gut, wenn ihr rechtzeitig fertig werdet mit euren Talks. Es geht halt sehr schnell hier mit 5 Minuten pro Talk. Also hört bitte auf, bevor die 5 Minuten vorbei sind. Bekommt euren Applaus und dann Profit. Ja, wie hört man einem Lightning Talk zu aus dem Publikum? Ganz einfach. Seid exzellent zueinander und achtet auf die Zeitanzeige da vorne. Die kann man hoffentlich auch von hinten sehen. Achtet darauf und daran sehen wir, ob die 5 Minuten schon vorbei sind. Alex, möchtest du etwas sagen? Ja, nur ein paar Wörter dazu. Ist eigentlich ganz einfach zu benutzen. Man sieht, wie viel Zeit noch übrig ist. Und wenn noch wenn man 5 Minuten hat, ist es grün, jetzt geht es etwas schneller vorwärts. Wenn das Grüne ganz aufgefüllt ist, so wie wir es jetzt sehen, sind immer noch 2 Minuten da. Das Gelbe läuft dann nochmal 1 Minute und wenn rot sichtbar wird, hat man noch 30 Sekunden. Wenn man an dieser Stelle ist, dann beginnt das Gerät zu blinken und dann machen wir einen Countdown. 3, 2, 1, Map. So, wir müssen das nochmal üben. Sind noch nicht alle wach hier. Also noch ein Versuch. 5, 4, 3, 2, 1, Map. Dankeschön. Okay. Also einfach keine Panik kriegen, wenn alles gelb ist, da habt ihr noch 2 Minuten. Es gibt Übersetzungen, wie man hier auch gerade hört, Englisch nach Deutsch, Englisch nach Französisch. So German to English. I don't know about German to French right now, but we'll see. You can't access the translation via DECT phones right now. Man kann die Übersetzung halt nicht per DECT phone erhalten. Check streaming.c3lingo.org for information. Aber Streaming ist über die angezeigten Webseiten verfügbar. So, lass uns was machen und los geht's. Oh, den Klicker bitte. Ah ja, noch eine Sache. Bitte lass den Klicker vorne auf dem Podium liegen. Guten Morgen, lieber Kongress. Hallo Lightning Talk Fans. Hoffentlich bekommen wir jetzt gleich die Slides. No hurries. Keine Eile. Es ist immer noch früh am Morgen. Guten Morgen. Also, früher in diesem Jahr hat Tim Berners-Lee einen Call for Action gemacht mit einiger Notwendigkeit. Er weiß, dass das Internet, wie wir es kennen, in Gefahr ist. Es ist in Gefahr, weil es zentralisiert wird mehr und mehr und es wird immer mehr zum Spielplatz von einiger großen multinationalen Firmen. Einer der Bedenken ist, dass wir verlieren die Kontrolle über unsere eigenen Daten. Deshalb würde ich gerne diesen Call for Action aufnehmen und helfen, was dagegen zu tun.
Deswegen möchte ich vorstellen eine Software zum Selbsthosten von Microblogging Engines. Also ich werde mal ganz kurz über meinen speziellen Fall von Microblogging sprechen, dann ein bisschen mehr über im Detail über das Selbsthosting und am Ende um die Software, die ich dann gemacht habe, The Tuvat. Also Microblogging. Am meisten benutze ich es fürs Tagging von Links, die ich im Internet finde, und Wissensarchive zu bilden. Ein bisschen so wie Delicious war früher. Und ich benutze dann eine Software von einem großen PHP-Developer, Entwickler, die ist sehr simpel und die macht fast vollständig, was ich möchte. Aber es ist nicht so simpel, die selbst zu hosten. Deswegen, warum möchte ich selber hosten? Es gibt mir die freie Wahl, die Software zu wählen, die ich nehmen möchte. Dies ist meine Wahl. Es gibt mir die Freiheit, welche Daten möchte ich publizieren und was möchte ich nicht publizieren. Es gibt mir die freie Wahl darüber, welche Features und Services ich zur Verfügung habe. Das hängt letztlich davon ab, welche Software ich nehme. Es ist frei von sämtlichen AGBs oder Bedingungen, weil ich derjenige bin, der die Software zur Verfügung stellt. Und ich muss nicht meine Rechte aufgeben. Ich gebe keine Nutzungsrechte ab von dem, was gehostet wird, an irgendwen anderes. Und es ist so ein bisschen do-it-yourself. Und das ist natürlich auch ein bisschen angsteinflößend. Es gibt so ein paar Einstiegshürden, wenn man nichts darüber weiß. Man muss Sachen installieren, es gibt manchmal Abhängigkeiten, man muss Plattformen wählen, es gibt Sicherheitsprobleme. Es gibt so einen Rattenschwanz an operationalen Dingen, die man selber in die Hand nehmen muss. Und es gibt manchmal dann auch Serverprobleme und welche soll man nehmen und dafür zahlen. Also was kann man dafür tun? Meine Attitüde diesbezüglich ist ganz einfach, möglichst simpel zu halten, ein paar Dinge machen, die man verantwortungsvoll übernehmen kann. Und ich glaube, zu dem Level ist es sinnvoll, die eigenen Erfahrungen, die da sind, zu nutzen. Benutzt alte Technologien, die gut bekannt sind, die wenig Überraschungen für euch offen haben. Nehmt wenig kleine Codebasen und habt eine gute Verwendbarkeit für Usability, um so euer Housekeeping zu machen, also dass Sachen einfach zu machen sind und nicht besonders kompliziert. Oh, ich sehe gerade, ich bin ein bisschen schnell sogar. Und jetzt geht es um die Software, die ich gerade mache. Es ist im Moment noch im Entstehungsprozess, im Werden. Wird immer im Do-it-yourself-Modus bleiben. Es ist ein File, es ist eine Schritt-Installierung. Besucher des Microblogs sehen einfach nur statische Files. Es gibt keinen Servercode, außer den Webserver selbst. Der Editor, der etwas postet auf ihren oder seinen eigenen Microblog, benutzt CGI. Also One File, One Install ist eigentlich ein CGI. Ich habe mich in Go geschrieben, um auf verschiedenen Plattformen das Ganze zu delivern. Also man kann das auf der eigenen Hardware machen, auf dem Raspberry Pi, in der Cloud, in verschiedenen geteilten Hosting-Varianten. Und es überlebt Atom-Feeds und es gibt... Oh, da sind wir... mit der Zeit vorbei. Dankeschön. Es gibt noch eine Runde Applaus. Der Klicker wird hochgehalten und es wird gewechselt auf der Bühne. Next up is Digital Information for Refugees, Newcomers. Hi. Hallo.
Also, mein Name ist Ulrike und ich arbeite für die Non-Profit-Organisation iRights und wir kümmern uns um Konsumentenrechte in der digitalen Zeit und eine dieser Sachen ist, zu erforschen, wie Flüchtlinge digitale Informationen über Verbraucherrechte finden können, einfacher als es jetzt ist. Wir haben uns also gefragt, wie sollte digitale Informationen für Flüchtlinge und für Newcomers, also für Leute, die neu in Deutschland oder anderen Ländern sind, wie sollte das aufbereitet sein? Warum ist das wichtig? Und dass halt auch Flüchtlinge, Newcomer auch diese digitalen Dienste nutzt, so wie jeder anderes auch tut. So, wenn Sie in einem fremden Land ankommen, in einem neuen Land, dann gibt es halt besondere Informationsbedürfnisse, zum Beispiel erstmal einen Ort zum Wohnen zu finden, einen Arzt, und dann geht es halt um die Rechte, Bewohnerrechte, aber natürlich geht es auch um Konsumentenrechte. Und vieles darüber wissen Sie halt noch nicht, zum Beispiel wie ist es, wenn man eine SIM-Karte kauft, möchte, einen Mobilfunkvertrag, was ist eigentlich eine Garantie und was sind Versicherungen, welche Versicherungen braucht man so und wir versuchen herauszufinden, wie wir solche Informationen an die Leute, die hier neu ankommen, ausliefern können. Das könnte für euch wichtig sein, weil wir eine Migrationsgesellschaft sind, es kommen immer mehr Menschen her und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir diese Informationen zu diesen Menschen ausliefern. So, wir fangen ein bisschen mit der Forschung an. Ich gebe euch ein paar Beispiele von einer Benutzerstudie, die wir gemacht haben. Und auf diesem Foto sehen wir, Sie nutzen überwiegend Apple-Geräte, das ist eigentlich nicht ganz repräsentativ. In der Zielgruppe sind diese Geräte eher nicht so vertreten. Und wenn man wirklich denkt, man müsste jetzt eine App programmieren, dann sollte man sich vielleicht erstmal auf Android konzentrieren. Die zweite Sache, diese Menschen benutzen das Internet vor allem auch über soziale Netzwerke. Viele benutzen iTalk, Facebook ist üblicherweise, also das ist quasi gleichbedeutend mit dem Internet, für mich selbst persönlich nicht. Ich stehe ein bisschen anders zu Facebook, aber ich möchte diese Menschen erreichen und dann muss ich soziale Netzwerke benutzen. Sonst wird meine Information, die ich verbreiten will, einfach keinen Einfluss haben, so wie es soll. Also man braucht natürlich einen Standpunkt dazu, aber wenn man soziale Netzwerke komplett ablehnt oder die Realität, dass Menschen das nutzen, das funktioniert nicht. Ansonsten benutzt einfache, klare Sprache. Gerade im Deutschen sind wir es gewohnt, dass man Dinge sehr lang und komplex ausdrückt. Und das ist nicht gerade hilfreich für Menschen, die hier neu ankommen, die nur grundlegende Deutschkenntnisse haben. Denkt auch zum Beispiel an Erasmus-Studierende. Es muss ja nicht immer um Flüchtlinge und Newcomer gehen. Es gibt also auch andere Gruppen, die von einfacher deutschen Sprache mit profitieren können. Der dritte Punkt. Wenn du Informationen in Form von Videos und Bildern verbreitest, dann ist es sehr hilfreich, um erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen, gerade mit Videos. Die werden gut aufgenommen und auch in sozialen Netzwerken. Videos werden durch diese Netzwerke auch als Content weiter promotet, mehr als das jetzt zum Beispiel mit Text der Fall ist. Wenn man Video benutzt, kann man natürlich Untertitel benutzen und nicht nur für die Muttersprache, sondern auch für Deutsch. Also wir haben herausgefunden, viele Menschen üben gerne ihr Deutsch und das geht gut, wenn sie deutsche Sprache im Video haben und außerdem darunter auch den deutschen Text. Dann können sie auch gucken, ob sie das richtig verstehen, ob sie es richtig oder falsch schreiben und haben ein Erfolgserlebnis dabei. Und als letztes, wenn man digitale Informationen herausgibt, dann versucht, Beispiele zu benutzen und ganz klar mit den Konsequenzen umzugehen. Nicht zu sagen, ja, da könnte vielleicht dies und das passieren, sondern sagt, was ist. Und
Und mich könnt ihr bei Code for Germany finden, wenn ihr später noch darüber sprechen wollt. So, damit sind wir auch durch mit dem Talk. Der nächste Talk ist Meta-Container. Pull this over to me. Lasst mich das hier kurz rüberziehen. Da-da-da-dum. Alright. Okay. 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 Also hallo. Ich möchte gerne über mein Projekt reden, Meta-Container, das ich gemacht habe, um Ressourcen teilen einfacher zu gestalten. Also ich werde erstmal sprechen über. Also lasst uns mal schauen, wie man so einen Meta-Container benutzt. Ich wollte es so einfach wie möglich machen. Also benutzt man einen einzigen Befehl, um eine Ressource zu exportieren. In dem Fall möchte ich zum Beispiel eine Datei mit meinem Freund teilen, von meinem Laptop direkt. Also benutze ich einfach diesen einen Befehl und bekomme einen String, der nennt sich die Referenz. Und ich sage meinem Freund, er benutzt einfach einen anderen Befehl, um dieses Verzeichnis auf seinem Computer zu mounten. Und auf diesem Slide sieht man einen sehr langen String und das ist alles, was gebraucht ist, um sich zu verbinden. Zum Beispiel enthält es ein Hash meines öffentlichen Schlüssels und mein Freund kann dann also sicher sein, dass er auch genau die Daten bekommt, die er bekommen sollte. Okay. Also, Meta-Container hat außerdem drei andere Ressourcen, die ich teilen kann, zum Beispiel Remote Desktops. Also, man kann sich mit einem anderen Computer verbinden über eine visuelle Verbindung. Zum Beispiel, wenn man zwischen zwei Gebäuden Talk streamen will. Man hat also auch Support für Lautsprecher und Mikrofon oder man kann Musik darüber abspielen und man kann darüber auch Video zum Beispiel zugreifen. Also im Wesentlichen ist mein Projekt eine Abstraktionsschicht über anderen Open-Source-Projekten, die Ressourcen teilen, SSHFS, Pulse Audio, Quemo, TigerVNC, USB-IP. Und es ist eine Ebene, die den Vorgang sicher und einfach macht. Und außerdem benutzen wir ein Verschlüsselungs-Overlay-Netzwerk. Damit können wir uns mit Computern verbinden, die hinter einer Net Address Translation liegen und auf die Weise mit Firewalls und Ähnlichem umgehen. Und es gibt auch anfängliche Unterstützung für virtuelle Maschinen und deren Ressourcen, die geteilt werden, zu benutzen. Und zum Beispiel könnte ich eine virtuelle Maschine erzeugen und die eine Datei benutzt, die auf einem anderen Host liegt mit einer anderen Maschine. Und ich kann zum Beispiel einen Container starten auf dem Server, der ein Netzwerk benutzt, was ihr zu Hause zum Beispiel sich befindet. Und das ist ein weiteres Beispiel, warum das nützlich sein könnte. Sagen wir, ich habe einen kleinen Laptop und ich entwickle dort etwas, was zum Beispiel neuronale Netze benutzt. Und ich habe einen schnellen Computer, der irgendwo anders steht und ich kann dann die Training-Session einfach indem ich das Verzeichnis teile mit den beiden Computern, kann ich einfach das Training auf dem anderen Computer ablaufen lassen. So, also im Wesentlichen habe ich eine Menge Open-Source-Projekte benutzen. Zum Beispiel Nix, das ist ein sehr netter Paketmanager, der
Abhängigkeiten sehr einfach auflöst. Ich habe außerdem Kappen Proto benutzt. Das ist ein Serialisierungsprotokoll. Das ist so ähnlich wie Proto-Buffers. Und danke für eure Aufmerksamkeit und ihr könnt diese Webseiten hier besuchen und den Code auf GitHub angucken. Vielen Dank. Danke. So, der nächste Talk wird eine Video-Vorstellung zu Arduino. Wir werden es auf dem anderen Screen sehen. Okay, los geht's. Also, ich unterrichte einen Kurs jeden Tag durch das Kongress, wie man lötet und dann ein Arduino programmiert. In diesem Video sieht man ein beschleunigtes Video zum Löten, die wir in dem Kurs machen, und das dauert ungefähr eine Stunde. Und wenn ich fertig bin mit dem Löten und wenn wir die Arbeit von allen überprüft haben, dann bearbeiten wir, was ist digitaler Input, was ist digitaler Output, was ist analoger Input und analoger Output, und wenn Zeit ist, dann erkläre ich noch nicht blockierende Maschinen von Starten. Wenn man fertig ist mit dem Workshop, sollte man alle Arduino-Kids selbstständig programmieren können zu Hause. Also für jemanden, der noch nie gelötet hat und noch nie programmiert hat im Vorfeld. Es gibt auch noch zwei andere Kurse, die wir jeden Tag unterrichten. Oh, nicht jeden Tag. Es gibt noch einmal die Intro-Vorstellung zu Arduino. Und da verbringt man ungefähr 3 Stunden, einen Arduino-Clone zu produzieren. Und wenn ihr seinen Workshop gemacht habt, könnt ihr meinen machen und dann seinen benutzen, oder ihr kauft von mir ein Arduino. Und es gibt noch einen Surface Mount Workshop, wo man lernt, wie man Lötmasse und Lötmasken verwendet und wie man alles zusammen verbindet, sodass es im Grunde genommen aussieht, wie als wenn man das eigene Telefon öffnet, und es sieht dann genauso perfekt und wie industriell hergestellt aus. Also ja, das ist mehr oder weniger das, was wir da drüben machen, und ihr sollt vorbeikommen, wenn ihr lernen wollt zu löten und ihr wisst nicht, wie man programmiert, kommt vorbei. Ja, das war's. Ja, wir können jetzt noch das Ende des Videos angucken, dann seht ihr, wie es fertig aussieht. Wir sind in der Hardware Hacking Area. Wenn ihr da rauskommt aus dem Raum, drüben in der nächsten Halle, und es ist die erste Gruppe von Tischen auf der linken. Es hat einen großen Projektor, projiziert an die Wand Hardware Hacking, und in ein paar Minuten fängt wahrscheinlich Mitch Altmans Kurs an, ich glaube in einer Stunde. Mein Kurs ist jeden Tag um 5.30 Uhr jeden Tag, außer am letzten Tag, da ist es um 1 Uhr. Noch irgendwelche Fragen? Nein, also gut. Ich bringe euch auch bei, wie man Sachen wieder entlötet, weil das muss man letztendlich irgendwie auch wissen. Manchmal lötet man Dinge falsch an oder füllt ein Loch, was nicht gefüllt werden soll. Und dann testen wir, und und das Ende vom Video ist, wie wir den Arduino überprüfen. Genau. Okay, wenn es keine Fragen gibt, möchtest du, dass das Video bis zum Ende läuft, oder? Ja, es ist schon ganz cool zu sehen, wie der Arduino getestet wird. Es ist schon ganz schön, das zu zeigen, aber okay, mein Redeteil ist nicht ganz so lang. Ah ja, gar kein Problem. Okay, und jetzt zeigen wir hier sieht man gerade ein LDR, misst den Lichtwiderstand, das pluggt man hier in den Arduino, und wenn es fertig ist, sehen wir das Testprogramm, und es funktioniert als Nachtlicht, und man kann das in alle möglichen Farben ändern, weil es ist ein rot-grün-blaues Licht. Cool, ja. Okay, jetzt können wir aufhören. Es geht jetzt, wechselt jetzt einfach durch einige Farben. Wir können jetzt aufhören. Danke. Next up is Child Growth Monitor. Als nächstes hören wir den Talk zum Kinderentwicklungsmonitor. Okay.
Hi. Hi. My name is Marcus. Mein Name ist Markus. Ich möchte euch ein Weltproblem vorstellen. Und das ist die UNICEF-Studie von 2017. Das sind 3 Millionen Kinder, die jedes Jahr an Hunger sterben und an Unterernährung. Und Unterernährung beeinflusst 200 Millionen Kinder und die Entwicklung von 200 Millionen Kindern. Aber Hunger ist nicht nur einfach nur Unterernährung, sondern meistens ein wesentlich komplexeres Problem. Und an der Ressource steckt oft einfach eine Missinformation. Und ob dieses Kind unterernährt ist, ist manchmal nicht so einfach zu erklären. Eltern und Entwicklungshelfer denken oft, dass sie es nicht rechtzeitig erkennen und Kinder sind viel zu spät ins Krankenhaus gebracht werden und Regierungen und NGOs können oft nicht einschätzen den Ausmaß und in chronischen Situationen wie in Indien mit über 40% unterernährten Kindern sind Services, die genau darauf achten, absolut notwendig. Es gibt eine Standardmethode, um das zu messen, aber sie ist teuer und es ist vor allem sehr zeitaufwendig. Die Leute, die das messen, müssen Experten sein, die regelmäßig getrainiert werden dafür. Sie müssen lernen, Kinder zu messen und genau zu messen. Also wie stellen wir Unterernährung heute fest? Das Standardsystem hat 3 bis 4 Parameter. Es ist das Alter, das Gewicht, die Größe und da ist auch noch ein anderer Fakt, aber es ist nicht ganz fehlerfrei, die Methode. Die Größe der Kinder ist als erstes und Kinder bewegen sich und vor allem in Krisengebieten ist es wesentlich anstrengender für Kinder, wenn zwei versuchen müssen, das Kind an ein Holzbrett zu halten, um die eigentliche Größe des Kindes festzustellen. Also 1 Zentimeter kann dabei schon auch das Zünglein an der Waage sein. Aber was ist, wenn es standardisierte Maßmöglichkeiten geben könnte mit den Smartphones, die keine extra Kosten, direktes Feedback in kürzester Zeit geben. Das ist genau das, was wir machen. Wir bauen eine mobile Lösung, die schnell und einfach zu nutzen ist und wir machen das Non-Profit und das Bild, was ihr hier seht, sind die Maße von meinem Sohn, von einem frühen Prototypen von dem, was wir entwickeln. Also dem Google-Projekt von Tango Smartphones. Wir machen eine Projektion von Infrarotpunkten. Es ist dieselbe Technologie, die auch bei Apple verwendet wird und bei Google. Und wenn ihr damit vertraut seid, kommt bitte nach dem Talk zu mir. Im Moment benutzen wir ein konvolutes neuronales Netzwerk und automatisieren den Maßnahmeprozess, also den Messungsprozess. Dann untersuchen wir zum Beispiel auch solche Sachen, wo Kinder verschiedene Körperfett verlieren oder ähnliches. Und wir erwarten in Syrien 40% mit Unterernährung und 2% mit schwerwiegender Fehlernährung. Und wir wollen also dort außerdem ein maschinelles Lernsystem machen, um noch bessere Ergebnisse zu machen. Wir haben ein Budget für 2018. Wir sind mit einer wissenschaftlichen Community verbunden. Wir haben ein Google Board. Wir haben einen Prototyp, der TensorFlow und Google Tango benutzt. Und wir werden das Projekt heute unter GPL Version 3 auf GitHub veröffentlichen. Wir brauchen euch. Wenn ihr mitmachen wollt, dann kommt um 14 Uhr zum Fernsehturm der C-Base zum Meeting, heute 14 Uhr. Und wir brauchen mehr Leute, die das Backend, das maschinelle Lernen machen. Wir brauchen also Datenwissenschaftler, Experten für Augmented Reality-Lösungen. Wenn ihr in der Richtung irgendwie interessiert seid, wenn ihr dort einfach nur Zeit habt, mal zu reden oder Minuten, Stunden, Tage eurer Zeit da einbringen wollt, dann kommt einfach her, es ist eine wichtige Sache, kommt zu uns. Wir haben 6 solche Projekt Tango Smartphones mitgebracht.
das Gleiche, was die Teams in Indien benutzen werden. Und wir würden natürlich auch gerne Diskussionen halten über die technischen Sachen, aber auch über die ethischen und Privatsphären-Aspekte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, next up is going to be Libre Silicon. There it is. Let's go. So, los geht's. Hello. Hallo. Mein Name ist David Lanzendorfer und ich bin der Gründer des Startups Lensville Technology. Und wir haben begonnen, eine Firma zu machen, um das Monopol zu brechen, das die großen Halbleiterhersteller derzeit haben. Also, was wir machen, wir wollen freie, offene Halbleiter anbieten. Das heißt, man kann diesen Kram bei sich zu Hause im Keller bauen, wenn man das möchte. Denn es gibt eine Spezifikation des Prozesses und man kann einfach irgendein Design aus dem Internet nehmen und es zu Hause nachbauen. Außerdem war es bisher noch nicht so wirklich ausreichend, um die Technologie der Halbleiterherstellung zu machen. Also haben wir, die Lizenzen waren noch nicht ausreichend, also haben wir eine neue freie Silizium-Lizenz geschaffen, die im Grunde genommen, diese Libre Silicon-Lizenz ist, wie die GPL zu Source Code sich verhält, nur eben für physische Produkte, für Halbleiter. Und wir wollen auch eine Smart Contract-Version davon herausbringen, so dass an sich jeder damit auch Geld verdienen kann, diese freie und offene Hardware herzustellen. Warum machen wir das? MPWs, wenn man nicht weiß, was das ist, das sind Multi-Project Wafers, also diese Dienste dauern mittlerweile, kosten heutzutage mindestens 20.000 US-Dollar und es dauert 2 bis 9 Monate. Und man kann auch nicht seine eigenen Chips zu Hause bauen, wenn man die Designs-Files hat. Und die Hersteller wollen NDAs haben, was halt total widersinnig ist. Und manche haben sogar NDAs über ihre NDAs. Wenn man sich diesen geschlossenen Markt anguckt, dann hat der eine begrenzte Entwicklung. Der Markt fällt, weil es eben sehr teuer ist und nur sehr große Unternehmen sich das leisten können. Also haben wir mit vielen anderen Open-Source-Projekten zusammengearbeitet, die einige Teile unserer Werkzeugkette entwickelt haben und noch entwickeln. Und das dort unten, das große Logo, das ist meine Firma, Lensford Electronics. Und habe ich schon erwähnt. Also wir wollen IP-Entwickler belohnen über eine demokratische, dezentralisierte Lösung. Mit irgendeinem Mittelsmann-System, was auch immer dort passen wird. Wir werden, um die Hardware-Seite zu schaffen, mieten wir das Equipment von der Hong Kong University of Technology und wir mieten diesen Raum. Das sieht man hier auf dem Bild und wir können den gesamten CMOS-Prozess flashen, parametrisieren und so etwas, das können wir alles dort machen. Wir haben eine EDA, eine voll integrierte Entwicklung gemacht. Unten in der Fußzeile seht ihr die URL davon, das ist Qtflow. Und genau, da haben wir noch einige weitere
Open Source Projekte hier und hier sind Screenshots von unserer Toolchain. Und wir haben hier ein Padframe, also einen Kontaktrahmen mit den Anschlüssen und wir haben außerdem einen simulierten Schaltkreis. Wir haben einige Probleme, wir brauchen eure Hilfe. Also kommt nach dem Talk einfach zu uns, wenn ihr euch mit C++ oder C auskennt oder Verilog oder mit Qt. Dann kontaktiert mich einfach. Vielen Dank. Thank you. So, next up is Known Beacons. Where is it? Known Beacons Wi-Fi Automatic Association Attack. Okay. Hello, guys. Hallo, Leute. I want to start this talk by asking you a few questions. Ich möchte mit diesem Talk anfangen mit ein paar Fragen. Wie viele von euch waren schon mal in einem beliebten Hotel? Okay, I can see most of you have. How many of you have ever set up a Chromecast device? Habt ihr schon mal ein Chromecast eingerichtet? Das ist ein Google-Gerät, was euch erlaubt, Daten zu streamen und Video. Ich kann wieder ein paar Hände sehen. How many of you have ever visited a hotspot that belongs to a phone network? Habt ihr euch schon mal bei einem Hotspot angemeldet, der zu einem Netzwerk gehört, wie zum Beispiel Phone? Some of your bandwidth, and in exchange you can join Wi-Fi for free. Okay, you can see some. Warum will ich mich? And finally, how many of you have connected to the insecure Wi-Fi network? Und zuletzt, wie viele von euch haben sich mit dem ungesicherten Wi-Fi-Network des Kongresses verbunden? Okay, ich sehe es schon. So if you raise your hand, and I think most of you did. Also, wenn ihr eure Hand angehoben habt und die meisten von euch haben es gemacht, dann seid ihr vielleicht verwundbar für einen Angriff, den wir Known Beacons Attack nennen. We spawn a rogue access point. Was wir machen, ist, dass wir einen Access Point aufmachen, der Dutzende von Beacon Frames sendet. Bei einem Beacon Frame ruft der Access Point in die Welt: Ich bin da. Also, wenn ihr auf eurem Telefon den Netzwerkmonitor öffnet und 10 Netzwerke seht, dann sind 10 unterschiedliche Beacon Frames in der Nähe. Was wir tun ist, wir fälschen diese Nachrichten und wir simulieren eine Umgebung, in der Dutzende Netzwerke senden. Diese Netzwerke sind idealerweise beliebte, offene Public-Netzwerke. Also zum Beispiel die ganzen Hotels, die wir erwähnt haben, Telefonnetzwerke. Like public beliebte ESSITs und Netzwerke wie Public Airport und Test. Und für Setup einer Chromecast muss man zu einem offenen Netzwerk verbindet, was die ESSID Chromecast und 4 Zahlen hat. Und diese 4 Zahlen kann man natürlich brute forcen. Und viele andere. Unsere Liste wird immer größer und größer dank der Wi-Fi-Fisher-Community und die Wirksamkeit unseres Angriffs basiert darauf. Was passiert ist, wenn euer Gerät die Standardeinstellungen hat, das heißt automatisch verbinden mit bekannten Netzwerken, das heißt, wenn ihr ein Netzwerk verlasst und später wieder dahin kommt, verbindet das Gerät automatisch. Wir nutzen diese Eigenschaft aus. Wenn ihr einmal mit diesem Gerät irgendwann auf eins der von uns gefakten Netzwerke verbunden habt, dann werdet ihr uns sofort, wird sich das Gerät sofort mit unserem Rogue AP verbinden und wir können verschiedene Angriffe gegen euer Gerät fahren. Manche werden fragen, ist das nicht Karma? Nee, Karma nutzt das aktive Scannen von Netzwerken aus. Aber das hier ist nicht Karma. Die meisten Netzwerkmonitore heutzutage schützen sich vor Karma, indem sie schlicht nicht aktiv scannen, nur passiv. Und das nutzen wir aus. Dieser Known Beacons Attack nutzt genau diese Eigenschaft aus und alle modernen Netzwerkanmanager sind verwundbar, außer der für Windows. Of course, again, the effectiveness of this attack has to do with
how huge dictionary I'm going to use. Natürlich hat die Wirksamkeit dieser Attacke damit zu tun, wie groß meine Liste an Access Points ist und ob das Opfer auf eines der Netzwerke verbunden hat, die ich simuliere. So this new feature will be included in the new version of Wi-Fi Fisher. Dieses Feature wird in der neuen Version V1.4 von Wi-Fi Fisher inkludiert sein, die in einigen Tagen veröffentlicht wird. Wir haben Host APD gepasst. Es gibt viele neue Features und wir wollen allen, oder ich möchte allen danken, die bei diesem Release geholfen haben. Wir wollen natürlich insbesondere Brian Smith und Anakin Tung danken und allen anderen, die sonst geholfen haben. Danke. Next up, color-based network analysis. Hello everyone, good morning. My name is Florian and I want to talk with you. Mein Name ist Florian und ich möchte mit euch über farbbasierte Netzwerkanalyse sprechen. Is there a problem? Gibt's ein Problem? Yeah. Okay. Ja, es geht schon los. Okay. Danke. Also, warum mache ich das? Heutzutage gibt es in Netzwerken Protokolle und Protokolle werden definiert. Und entweder sind sie offen spezifiziert und wir können zum Beispiel RFCs lesen, oder sie sind closed source und proprietär und wir müssen das Ganze per Reverse Engineering herausfinden, wie können wir da reinkommen, wie können wir das benutzen. Und eine Sache dabei ist, an die man denken muss, das MIT hat herausgefunden, wenn ein menschlicher Körper, also wenn ein Mensch ein Objekt sieht, dann erkennt es sehr viel schneller das Objekt und das Bild, als wenn man einen Text anguckt und im Text dieses Objekt suchen müsste. Und es ist demnach wohl effizienter, Netzwerkdaten sich anders anzugucken, als man das normalerweise macht. Momentan benutzt man oft Wireshark oder TCP-Dumps, wo man die gesamte Netzwerkinformation einliest und sich textuell anzeigen lässt und dann das Richtige sucht. Was ich also versuche einzuführen, ist die Bits und Bytes des IP-Pakets zu nehmen und daraus Pixel zu formen. Wir haben also Farben und hier vorne sieht man, ich habe die IP-Pakete zerschnitten. Ich habe es genommen und habe immer 3 Bytes zusammengenommen in einen Pixel getan und das für das gesamte IP-Frame, also bis zu 5500 Bytes. Und so kann man also Strukturen und Muster erzeugen, die sehr großartig sind, wie ich denke. Also hier sieht man zum Beispiel den Unterschied, was passiert, wenn man verschieden viele Bytes des IP-Pakets, wie viele Bits man in einen Pixel tut. Also oben haben wir 24 Bit des IP-Pakets in jeweils einen Pixel getan. Das ist das Maximum, weil wir RGB-Werte haben, die jeweils 8 Bit nehmen. Und im zweiten Grafik haben wir nur halb so viele Bits benutzt und im letzten ist es halt nur 1. Also nur schwarz-weiß. Ich sehe, dass wenn wir die komplette Farbpalette nehmen, als Mensch kann man die Unterschiede nicht wirklich sehen zwischen manchen Farben. Aber wenn Maschinen darauf schauen, dann sehen sie den Unterschied und können sagen, da ist ein Unterschied. Hier haben wir ein einfaches Beispiel für verschiedene Sachen, die ihr schon mal benutzt habt. Wenn ihr Voice-over-IP benutzt, dann habt ihr verschiedene Sprachcodecs und man sieht, ohne weitere Kenntnisse über diese PCMA-Sachen und andere Codecs, kann man schon sehen, wie sie effizient sein können und wie sie benutzt werden können. Unten sieht man zum Beispiel, dass PCMA ist nicht effizient, weil es die Bandbreite nicht so nutzt, wie es sollte. Es ist sehr viel unbenutzter Platz. Es gibt also jetzt dieses Werkzeug da draußen und so sieht es aus, wenn man es im WLAN zum Beispiel laufen lässt. Wenn man drauf guckt, dann sieht es am Anfang erstmal gruselig aus, aber guckt nicht so verängstigt. Man kann dort Muster und Strukturen sehen. Und wenn man sich spezielle mal anschaut,
dann sieht man Strukturen und man sieht Zähler und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man kann recht einfach sehen, was da passiert und was halt nicht passiert. Ich sehe natürlich komplett, dass man nicht so genau weiß, was da passiert, wenn eine Farbe sich ändert. Aber um es überhaupt erstmal festzustellen, dass da was ist, ist es so einfacher. Zum Beispiel Wireshark. Also ich mag Wireshark. Wireshark ist großartig. Ich habe ein ICMP-Strom aufgefangen und zwei Pakete wurden verändert. Aber in Wireshark sieht man gar nicht, wo ist denn jetzt der Unterschied. Das sieht doch alles gleich aus. Und rechts in dem Bild, in den Farben, sieht man das. Und natürlich kann vermutlich jeder sehen, wo die Farben sich verändert haben. From the Wireshark point of view, everything looks aus Sicht von Wireshark sieht das alles gleich aus, aber in einer Farbkodierung sieht man die Stelle, wo eine Veränderung eingetreten ist, und dann kann man sich das zum Beispiel mit Wireshark näher angucken. Also, wenn ihr das ausprobieren wollt, versucht es ruhig mal, guckt euch den Code an, er ist online, und habt Spaß damit. Und ja, für mehr Farben im Netzwerk. Dankeschön. I forgot to mention we'll have a 15-minute break at 12:30, so from 12:30 to 12:45. Next up is Hacker Iggy. Good morning, my name is Ayuvo. Apologies for having this talk in German now, as it addresses. Guten Morgen, mein Name ist Ayuvo. Es tut mir leid, dass ich das jetzt auf Deutsch mache, nicht Englisch, aber es hat nur mit deutschen rechtlichen Situationen zu tun. Bei diesem Talk geht es um kooperativen Genossenschaften auf Deutsch und was die für uns tun können. Ja. For years I've been meeting people who have a stable main job and do things on the side for people who'd like to give them a bit of money, who do give them. And they have a bad conscience because the amount of money they get every year just doesn't make it worth to make a real company. But it's also too much to just shut up about it and not tell the tax people, because then the tax people will be mad. And you just don't know how can you do that. I myself am a podcaster, and my listeners would like to give me a bit of money every now and again. Some of them even do. And I need infrastructure for this. It's just not worth it as long as it's a hobby, but still I'd be happy if I'd be able to buy hardware every now and again. Well, what do you need for something like this? You need a company you can join and leave at any given time, and for which you can do paid work if you have to. It's got to be enough, a few hundred euros per month. And this company needs to collect all these small amounts and transfer them to whoever needs them for as little overhead as possible. We've had this before, back when we had an actual emperor. Manual laborers, just the little people, got together into cooperatives to reduce everyone's admin overhead and to be able to buy material together to get better prices. And the solution is a cooperative. It's a law from the 1890s and I think forgotten a bit. I've presented this idea a few months ago, and right now we're about 20 people who'd like to do something like this. Ideally, we'd like to grow to around 100 people, because then it'd be fun for everyone and the cost would be realistic. This kind of thing only works realistically when there's a lot of people who join, who each give a little bit of capital and then share the costs. You also need a few active members. We could need a few more, whose transactions are enough to pay the running costs for administration. If you want to do a lot with small amounts, you can say it's about 20% for admin, which is pretty good. And of course, the members have to help each other. We have to do our website ourselves, make it, host it, do our own front and back ends.
because a typical problem, if you import a container of electronic stuff, you need to have the correct tax ident numbers and stuff, and a cooperative helps with that. What does that mean? We need about 100 people who throw 100 bucks in the hat and about half a year. We need about 50k turnover per year for this whole thing to make sense. What are you supposed to do? Well, if you care about this sort of thing, write me an email, put interest in the subject line, I could parse and filter that, and then I can do things with your data. If you want a long version and or more slides, look on media.ccc.de at hacker.eg. You could find my last talk about this from Datenspuren, where I get into a little more details. If there are no other questions, I'm going to be sitting here at 12:30 for more questions. I can be reached via Twitter or Threema under this ID. Thank you. So next up is Radio. Der nächste ist der Radio Badge Talk mit der eigenen Hardware. I told him it goes out of his 5 minutes. Okay. So this is going to be also, a demo. Das hier wird eine Demo werden. Also, sobald ich den Computer angeschlossen bekommen habe. Schauen wir mal. Looks good. Sieht schon mal gut aus. Video people, could you switch to the VGA? Können die Videoleute bitte auf VGA umschalten? He's pointing at you. I don't know what he means. Can somebody whistle the Jeopardy melody? Kann jemand die Jeopardy Melodie so mal pfeifen? This is what happens when you bring your own hardware. I can also try the digital output. Also yeah, use the digital output. Ich kann auch den digitalen Output versuchen. Digital ist immer besser. Vok, can you switch the video feed? I'm outputting something. Also ich gebe was aus. So you are apparently outputting something. Also anscheinend gibt er was aus. I'm sorry, you can just start talking. Tut mir leid, du kannst einfach schon mal anfangen zu reden. Also ihr erinnert euch vielleicht an den Radio Badge vom letzten Camp. We are still developing firmware. Und wir entwickeln immer noch Firmware dafür. Die HackerF Crew hat ein neues Feature hinzugefügt, High Frequency Sweeping. Und ich habe viel Zeit diesen Sommer damit verbracht, die Firmware zu portieren. Und heute haben wir es endlich gemerged bekommen. There you go. Und jetzt haben wir es im Laufen. Das ist unser Radio. Und am 33C3. 33C3. On the way back, I auf dem Rückweg habe ich mir gedacht, ich arbeite weiter an dem Radio. Und das Ding hat eine Firmware, das hier ist ein Screenshot davon. Also man kann jetzt inzwischen die Frequenzen schnell scannen. Es ist jetzt in der Firmware implementiert. Und damit kann man sehr schnell zwischen Frequenzen wechseln. Wir haben das zur Firmware hinzugefügt. Es ist ein spezielles Programm. Q-Spectrum Analyzer. Es kennt das Radio und wenn man die richtige Firmware auf das Radio aufspielt, im Moment ist es der auf dem Opera Merge Branch drauf ist, braucht eine CPLD-Update, guckt in die Dokumentation, um das zu machen, und natürlich ein sauberes Checkout von der Firmware. Und jetzt können wir mal schauen, ob das funktioniert. Also, ich habe schon programmiert, und wenn man den Spektrum-Analyse-Tool startet, dann kann man die Frequenz
Start- und Endpunkte setzen. Und das ist im Moment gerade live aus dem Radio raus. Das ist das WLAN-Frequenzband. Da sieht man also 2,4 GHz bis 2,8 GHz. Das ist nicht der, wo das WLAN wieder aufhört. Das sind 100 MHz Abstand und ist ziemlich schnell. Und wir können natürlich auch, uns Frequenz angucken, die mit dem GSM zu tun haben. Also 800 bis, 1000 MHz, also 200 MHz Breite. Es ist ein bisschen langsamer. In der WLAN-Frequenz haben wir eine sehr viel schnellere Scanrate, aber hier sieht man, dass das GSM benutzt wird. Und wenn man die Bandbreite ein bisschen einschränkt, also auf 900, dann wird es ein bisschen schneller. Also wir können mit 1 GHz pro Sekunde scannen. Der HackerF kann ca. 6 GHz scannen. Wir arbeiten immer noch daran, das schneller zu machen, aber es ist schon ziemlich gut bis jetzt. Und es gibt einen guten Überblick. Und man kann natürlich beliebige Größen eingeben. Also von zum Beispiel 700 bis 1700. Dann wird es langsamer, also es braucht 2 bis 3 Sekunden, bis es fertig ist, aber man kriegt damit einen Überblick mit dem richtigen, richtigen Spektroanalyse-Tool. Was die HackerF-Leute auch noch machen, die machen USB-Snooping-Attacks und benutzen das UART und das Radio hat 2 USB-Ports und wenn das hier unterstützen würde, wäre das wirklich cool. There's going to be another talk with their own hardware. Also da es wird jetzt noch einen Vortrag mit seiner eigenen Hardware geben. It's about hacking a piano. Das Hacken eines Pianos. All right, there we go. Hi. Oh. Hallo. Hi. Yo. Let's go. Okay. Lass uns loslegen. Yo, my name is Gunify and this mein Name ist Gunify und das ist mein Piano. Naja, nicht ganz. Das ist mein Piano, aber das ist die Elektronik daraus. Vor ein paar Monaten habe ich mir gedacht, ja, ein Piano ist nett. Es hat einen USB-Port, aber da kann man ungefähr alles drüber schicken, was man möchte. Also, warum nicht das Ding hacken und die Kontrolle darüber übernehmen? Also, ich demonstriere es euch einfach mal. Und einfach nur einstecken. Es sollte jetzt eigentlich Audio-Output machen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Es sollte jetzt die Flintstones spielen, aber naja. Im Prinzip wohl vor einer Weile 14 USB-Kernel-Exploits gefunden, die es für den Linux-Kernel gab. Denial of Service oder... Well, you have built after ich hatte jetzt nicht Zeit, mir jeden einzelnen anzugucken, aber man konnte jeden von ihnen nutzen, um in diesem Piano einen Exploit unterzubringen. Und am Ende, ich habe ein Video gemacht, wie genau ich dieses Piano gehackt habe. Also, man kann dann mit meiner Anleitung sein eigenes USB-Update für dieses Piano machen. Und es ist im Prinzip sehr einfach. Wenn ihr sehen wollt, wie genau ich das gemacht habe und eine Einführung ins Hardware-Hacking haben wollt, dann könnt ihr euch dieses Video ansehen. It actually makes no sense.
this piano actually makes no sense. So dieses ganze Piano macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ihr habt Zugriff auf die Firmware über USB und JPEG. Please just research your subject if you want to know how to hack. Thanks. And stay awake if you're here. Have a nice day and see you later. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns später. Thank you. So this is what we have until the... Okay, welcome back to the Lightning Talk session. The second half, starting with living on a dollar a day. Willkommen zum zweiten Teil der Lightning Talks und das erste Thema ist living on a dollar a day. Also mit einem Euro am Tag auskommen. Oder Dollar. A lot of words and I have shown people a lot of things. I will give you one hint. Keep in mind, it's paid by our taxes. And we have also, ich habe hier kein Audio, Leute, von dem her wird es jetzt gleich sehr interessant werden. Hörst du was? So, ein stiller Talk. Es ist ein stiller Talk. Okay, also anscheinend ist es kein technisches Problem, das gehört so, der Redner sagt nichts und ja, das wäre damit dann auch geklärt. As you see the pictures, we pay this fuck up from our taxes. We are heard in the world. We are hackers. We can do something. Please help to stop to waste Africa. Many, many thanks. Thank you. So next up, one of the usual suspects of Lightning Talk sessions, TDRM.
Good morning. I'd like to talk about TDRM, the Tihong Dual Radiation Monitoring System. I gave a similar talk last year, and I will give you a brief recap. Tihong and Dual are two nuclear power plants closely to where I live in Aachen. Also, wir arbeiten gerade jetzt wirklich an technischen Problemen und versuchen das jetzt mal mit einem Handy. Falls ihr das Englische im Hintergrund hört, tut es uns leid. Also, wir reden hier über ein measurement of radiation. Also, wir sprechen heute über Verstrahlungshandhabung. Vor allem über Tihange. Das Ganze ist für uns das Ganze für uns ein riesiges Problem, weil nukleare Probleme, also oder Fehler, riesige Katastrophen auslösen. Wenn man jetzt sich das Ganze anguckt, wie das aussieht. Also als erstes, es ist nicht nur uns. Es gibt noch andere Organisationen, die gegen diese Atomkraftwerke demonstrieren. Als Beispiel seht ihr hier eine Menschenkette von aus 50.000 Menschen aus drei Ländern. Und die Nachricht dieser Demo war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Und how did we get these measurements? At first we used PiGi boards, so Geiger-Müller tubes and a Raspberry Pi. These had some problems due to the high voltage supply. So we decided to switch to semiconductors, which are unfortunately more expensive and less accurate. We fixed the problems, we are back to PiGi now. Also, wir arbeiten immer noch an den technischen Schwierigkeiten. Der Stream ist leider zu weit hinterher. Wir melden uns, wenn es Neuigkeiten gibt. Earlier this year, some physics students approached us. They're building a highly sensitive gamma sensor. This sensor can distinguish different levels of energy and thus allows us to recognize different isotopes. It's a work in progress. There are prototypes and we're looking forward to use these new sensors. So, what happens with the data? First of all, we provide raw data. You can see measurements for every station, for every cluster of stations, for everybody who wants to analyze the data in more detail. And as already shown, we have easy to interpret renderings of the current readings for people who just want to know whether they should run away. And we have some data that's also easy to interpret but more detailed, for example, for catastrophe management. This is important to us as going the official way with all the bureaucracy involved with communicating with Belgium authorities and so on takes hours, which is too long. So we provide data in minutes. We are still working on how to get all these information together and how to display them. It's a work in progress, but we are confident that we'll have a good website later. So in summary, we started a tech project. The whole thing gained a lot of momentum. Not only we, but also other organizations reached more people, drew more attention to the problems. We provided a simple method to get data, and this enables us. Also, das Problem liegt im Moment am Saal Audio. Techniker ist informiert. Wir warten auf Besserung. We dream big. We want to also correlate our information with wind and weather data. We want to reach more non-tech people, the normal people, for example, with social media and other channels. We would like to provide a fail-proof network, which is more difficult than it sounds, because in the case of nuclear disaster, we have to ensure reliability. And of course, we would always like to improve the sensors and the distribution of sensors. More people, better collaboration. With most of these things, we aren't the experts. So, if you know anything about any of these things, if you're enthusiastic about making the world a better place, do what? Come to us, talk to us. We are at the fifth assembly. You can contact us via email. The project has a mailing list. I am Das Teutelbier on Twitter. You can reach me there. And also, thank you for your attention. Thank you.
Next up, the story of Edurome. How Edurome got taken down for a day. Good morning, everybody. Well, I'm a student at Ulm University and also a network administrator, and I want to tell you a story how Edurome got taken down for a day, and I assure you it's quite peculiar. So first, the scenario. Imagine you go into your office on a Monday morning and users start calling in and claim Edurome isn't working. Well, first you think, well, it's got to be the user's fault, except it wasn't. Edurome somehow had stopped working over the weekend, and I want to invite you on the journey. Und auch bei diesem Talk möchten wir von der Übersetzung uns für die Probleme entschuldigen. Es gibt ein noch nicht geklärtes Problem im Saalaudio, was heißt, dass wir keinen Ton bekommen, den wir übersetzen können. Danke für euer Verständnis. And what we found was that we were not getting an IP address. So, of course, it's got to be the DHCP server, ain't it? Well, except it's a little bit strange because actually we monitor our DHCP server quite closely and we didn't notice anything strange happening. So, it was not the DHCP server. We logged in on the box and we didn't see anything wrong with it. So, we started sniffing the network and hoped that maybe we find the issue there. And I'm sure you all have seen such a Wireshark trace, but before we analyze this, I want to give you a quick reminder on how DHCP works. If a client joins a network, it basically shouts into the network via broadcast, hey, is anybody there? Can anybody give me an IP address and some information on the network and whatnot? To which a server replies with an offer. So basically it says, hey, you can have this IP address, take these settings and whatnot. And this is followed by the request, where the client requests this specific IP address and the whole thing is concluded by an acknowledged. So. What do we see here? Well, at the marker, we see a DHCP discover. We see it twice, strangely, but there is the offer missing. So something is going on in the network. Strangely enough, when we did the same sniffing at the DHCP server side, we saw that the DHCP server received all discovers, sent out all the offers, but the offers never reached the client. So at this point, you start to sweat as a network administrator because obviously, what is going on? What is going on? You don't know. So. What we did was, actually, well, this is another slide where I can show you again. The offer was missing. It was not received by the client. We had to trace the way of a packet, and this is very short. We did a lot of things to actually find out where the packets were going. If you are interested in how we did it and how we correlated all the forwarding database entries and so on, you can visit me at the Open Knowledge Foundation assembly. When we trace the packet, well, first, a quick word on our network. We have a highly redundant structure in our university with about 1,400 switches. Everything is redundant and connected into loops. So obviously, we have to use Banning Tree Protocol to ensure that there are no loops in the network and only one path is active. And as you can see here, there are multiple distribution switches. And then at some point, there are access switches where the clients are connected. So what happened was that when the DHCP server that you see over here sent its offer, it should go the red way to the cell phone down here. But for some reason, it was not going that way, and it was received by a totally different port where I drew this little cloud. Now, the first thing you do is go to the office. Also, hier ist die Übersetzung nochmal. Wir haben jetzt wieder Audio und es geht los. Und dieses Ding war auf diesem Port. Sieht ganz interessant aus. Dieses Gerät hier stellt das Backend dar. Ich habe es nochmal neu aufgebaut. Ist nicht genau das, was wir gefunden haben. Aber das ist effektiv unser Backend. Wir haben unser Netgear-Switch und wir haben einen zerlegten Cisco Access Point, den wir reparieren wollten, weil wir keine Supportverträge mehr hatten. Was passierte war, dass wir nicht wussten, was wir tun sollten. Aber dann hat sich einer unserer Kollegen das Ding näher angesehen und hat festgestellt, dass dieser Access Point kein Strom hat. Es ist kein Strom verbunden, kein PoE-Switch. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Aber das war es nicht. Denn wenn ihr euch den Netgear-Switch näher anguckt, dann seht ihr, der Port ist ab. Naja, wie kann das passieren? Der Netgear-Switch hat ein Massenschlussproblem. Über den Schild des Ethernet-Kabels und die Spannung über Data hat der Access Point Strom erhalten. Aber nicht genug. Was passierte war, dass der Netzwerkchip auf dem Access Point ein bisschen Strom bekommen hat, was alle Inputs auf hohe Impedanz gesetzt hat, was dazu führte, dass alle ankommenden Pakete reflektiert wurden.
Also hat dieser Switch einen 100-Megabit-Link mit sich selbst ausgehandelt. Naja, meistens, wenn du eine Paketreflexion hast, dann fällt das auf und das ist blockiert. Aber in diesem Port, haben wir für Testzwecke verwendet und haben diese Sicherheit vor ein paar Monaten abgeschaltet. Also, was war passiert? Der Client sendet einen DHCP-Discover. Der Discover erreicht den DHCP-Server. Während der Server das bearbeitet, reflektiert der Access Point das Ganze. Wegen der Reflection gab es dieselbe Source MAC von mehreren Stellen. Also sind alle DHCP-Discovers auf diese Adresse geflippt. Alle Forward-Entries wurden vertauscht, thank you. Die DHCP-Offer gingen alle an die falschen Ports und das Netzwerk war tot. Danke. Next up, BT Mining. Als nächstes kommt das Thema BT Mining. Or Data Mining in the Parliament. Oder Datensammeln im Parlament. Okay. Hi everyone. Okay, hallo zusammen. Ich werde heute über eine Datenmenge erzählen. Hier in Deutschland, da haben wir theoretisch Open Data Gesetze. Und zwar wurde im letzten Vertrag festgesetzt, dass man den Staat transparent gestalten möchte und alles transparent veröffentlichen möchte, was sie aber letztendlich nicht getan haben. Was jedoch gibt, ist aber das parlamentarische Dokumentationssystem, das vom Bundestag betrieben und enthält alle Agenda-Daten, alle Gesetze, alle Protokolle von den Sitzungen, also eigentlich alles. Aber es wird vom Staat betrieben, also hat man keine Möglichkeit, es als Bulk runterzuladen. Und es sind auch nur PDF-Dokumente, also nicht komplett maschinenlesbar. Und man hat auch keinen Zugriff auf die Metadaten. Es gibt zwar ein externes System, das die Metadaten bereitstellt, aber das ist ein anderes Format. Und es ist weniger Arbeit, das einfach komplett zu scrapen und sich selber zusammenzubauen. Es gibt auch ein paar Vorteile. Und zwar haben die PDFs einen Text-Track. Man kann quasi alle bis zurück auf 1949 herunterladen. Und es sind auch fast keine Fehler drin. Where these PDFs are saved are highly predictable. They have a decent HTML website. Sie haben eine ordentliche HTML-Seite, die man gut scrapen kann. Und einen freundlichen Tech-Support. Sie konnten ihm zwar nicht helfen, das zu scrapen, aber sie haben gesagt, das ist okay, mach ruhig. Wenn du es hinkriegst, ist es gut. Das Ergebnis ist, dass er 500 Zeilen Code geschrieben hat in Python. Und er hat dabei 19.000 kleine Anfragen runtergeladen. Eine kleine Anfrage ist, wenn eine Partei die Regierung eine Frage stellt und die Regierung muss in einem bestimmten Zeitrahmen antworten. Er hat 10.000 Gesetzesvorschläge runtergeladen, 130.000 Dokumente in total, insgesamt. Das sind 76 GB als PDF und mittlerweile sollte er auch TXT-Version davon haben. Ich habe ein komplettes Backup davon auf archive.org gestellt. So, what's next? I have no idea what I'm doing. So, was soll ich jetzt als nächstes tun? Ich kenne mich nicht aus mit Machine Learning oder Text Mining. Darum bin ich hier. Habt ihr vielleicht eine gute Idee, was man damit machen könnte? Ihr könnt mit diesen Methoden die Daten runterladen aus dem Internet. Es gibt dafür einen Python-Client. Es dauert leider eine ziemliche Zeit, also wahrscheinlich wäre es schneller, das einfach selber neu runterzuladen. Aber macht's bitte nachts. Ihr könnt es auch von meinem Server runterladen als vom HTTPS. Aber bitte nicht alle gleichzeitig, sonst geht er down. Natürlich könnt ihr es auch selber runterladen, der Quellcode ist veröffentlicht. Und halt bitte nur nachts. Und ich glaube, das war es auch schon. Vielleicht habt ihr eine schnelle Frage.
I can't do it because I don't have the space on my laptop for this right now. But if someone wants, ich kann es nicht machen, ich habe den Speicherplatz nicht auf meinem Laptop. Ich habe, wenn mir jemand die Informationen schicken kann, dann kann ich es twittern. M-A-V-E. I forgot to put it on the slides apparently. Okay, great. And I'll put the link on the URL there. The more welcome. Ich werde den Link auch auf diese URL stellen. All right. Thank you okay. very much. Okay. Vielen Dank. Next up is Imperfect VR. So, hi, I'm Creative Coding and this So, hallo, ich bin Creative Coding und bei diesem Talk geht es um ein Projekt namens Imperfect VR. VR ist immer noch relativ neu für die meisten Leute. Or this one. Und es gibt Nachrichten wie diese oder diese Frage. Und hier sieht man auch, dass das ein britisches Tabloid ist, denn man sieht ja den bösen Wissenschaftler. Aber was Leute wirklich suchen in VR ist das hier. Das ist das VR-Gesicht. Und die meisten Leute würden ein VR-Gesicht diesen Zustand gerne kaufen können. Man bezahlt etwas Geld und bekommt dafür das hier. Okay, there's something wrong with the slides. So, Imperfect VR is about a different approach. Imperfect VR ist eine unterschiedliche, eine andere Herangehensweise an VR. Die Idee, dass jeder VR machen kann. Und jeder bedeutet hier Menschen, die keine Erfahrung mit Coding haben. Ich habe mit VR angefangen bei dem Workshop beim Electromagnetic Field letztes Jahr, habe bis jetzt 10 Workshops gemacht und die meisten der Menschen, die beim Workshop waren, haben nie gecodet. Was wir in diesen 2 Stunden machen, ist eine Art Hello World in VR. Es ist jetzt nicht sehr beeindruckend. Das Beispiel hier braucht 2 Stunden zu coden. Und ich zeige euch in Kurzform den Workshop. Alles, was ihr braucht, ist ein Smartphone, ein Cardboard, das ihr auch gerne selber mit dem Lasercutter machen könnt oder selber mechanisch schneiden. Und ihr braucht ein Framework namens A-Frame, ist Open Source, kommt von der Mozilla Foundation. Und dann könnt ihr VR machen und bekommt VR-Face, aber diesmal halt selbst gemacht. Oh, that's the wrong slide, sorry. So coming back to that idea that we also nochmal zurück zu der Idee, über die wir nachgedacht haben. Wo bekommen wir unsere Medien her? Wie bekommen wir Zugriff zu Medien? Das ist die Sorte Leute, die euch VR verkaufen. Ich habe ehrlich gesagt keine persönlichen Probleme mit Mark Zuckerberg. Die Frage ist, warum tut er, was er tut und baut die Dinge, die er baut? Also das wird schon ein bisschen seltsam. Imperfect VR ist eine andere Herangehensweise. Es sieht im Prinzip so aus. Es wird von uns gemacht, es wird von euch gemacht. Es kommt von einer Kultur des VR, in der es um das Medium geht und nicht um ein Geschäft, ein Business. Diese Kultur gibt es schon seit einer sehr langen Zeit. Das hier ist aus den 90ern. Und es kommt langsam wieder. Das hier ist ein Symposium von Art and Code, was letztes Jahr gab. Es gibt Künstler, die wie Jeremy Bailey und Tim Sega. Und es gibt Glitch Art. Das hier ist eine Szene mit VR Glitch Art. Das hier ist Hyphen Lab, eine andere relativ laute Stimme in diesem Feld. Und das ist Jane Gauntlet. Und das ist Be Another Lab. Und das hier ist Thorsten und Sarah Lisa Vogel.
die hat 48 Stunden in VR verbracht. Dieses Projekt ist die Dream Machine von Brian Giesen. Es and Haptic Feedback Resorter, Haptic Feedback, Marshmallow Laser Feast. Und das ist ein seltsames Sense-Hacking-Experiment. Also, um abzuschließen, es ist unsere Wahl. Wir, die Schaffer und Bewohner von virtuellen Welten, wollen wir unser Zeug von großen Firmen kaufen oder wollen wir es lieber selber machen? Es ist unsere Wahl. Tuvat. Das ist Imperfect VR und ich bin Creative Coding. Danke. Next up is, als nächstes hören wir Viper und Rexus. Ah, he's coming. All right, let's go. Also los geht's. Hey, ich bin Harry und ich will über Viper und über das Rexus-Programm reden. Was ist das Rexus-Programm? Das bedeutet Raketenexperiment für Universitätsstudenten. Es ist ein Programm vom Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut und vom SNSB. Es ist ein soll ein zügiges Raketenprogramm sein, was innerhalb von 1,5 Jahren eine Rakete startet. Die Rakete an sich, es hat eine Masse von 450 Kilogramm und 90. Also es braucht. Es hat 2 bis 3 Minuten Zeit, um das Ganze in Null, also ohne Erdanziehung zu testen. Also es sind irgendwie 5 kleine Experimente, die man in dem Zentrum machen kann. Es startet aus Schweden und es wird im März 2018 starten. Also das konkrete Experiment Viper, also das bedeutet Eis unter niedrigem Druck und Gravität verdampfen, um den Eisschmelzprozess zu analysieren. Es gibt da ein paar interessante Sachen. Es gibt keinen Festzustand, also das Eis wird es supplementieren, also es wird einfach instantan schmelzen. Und es gibt ein paar Gruppen, die auch Simulationen daran treiben, wir sammeln jetzt Daten, um diese Simulation zu verifizieren. Und wir nutzen das Ganze dann, den ganzen Aufbau zu simulieren. Wir können uns das Ganze mal angucken. Das ist in Kladus. Es hat einen Steinkern und einen Ozean außenrum, und außenrum ist eine Eiskruste. Und flüssiges Wasser kann eine sehr interessante Substanz sein, wenn man nach Leben im Weltall sucht. Und diese wirklich dicke Eiskruste hindert uns dran, wie wir an das Wasser kommen. Und das Projekt vom DLR wollen sie Fahrzeuge bauen, die auf dem Mond zum Beispiel landen können, und um dort nach Leben zu suchen. Einen Überblick über unsere CAD. Ich kann hier leider nicht genau einsteigen wegen der Zeit. Das Grau in der Mitte sind 3 sehr kleine Eiszylinder und in Rot die Hitzeproben. Und das blaue, der blaue Teil mit den Eiszylindern, das ist eine komplett geschlossene Einheit, und da kann kein Wasserdampf oder Wasser ausdringen und dann am Ende sogar aus der Rakete austreten.
Also Gründe, warum man hier mitmachen sollte, man lernt sehr viel Praktisches und auch interdisziplinäre Zusammenarbeit und was das Ganze auch bedeutet. Und man hilft an aktuelle Forschung mitzuarbeiten und man bringt Paper heraus und man lernt Leute aus ganz Europa kennen. Man reist viel und man ist 2 Wochen auch in der Space, also an man ist auch an der Raumschiffstation von Europa und wenn ihr wollt, könnt ihr mich erreichen unter den Kontaktdaten. Vielen Dank. Als nächstes kommt Unlock Your Inner Clock from Solar Restrictions. You please don't pull out anything there. No. I just broke the lamp. Right. I'm sorry. It won't be an actual lightning talk. So, but it will be about light. So after 10 years of watching CCC. Also, bei mir geht es um Licht. Nach 10 Jahren CCC-Videos gucken, dachte ich, ich gebe der Community auch mal was zurück. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist nicht neu. Es ist sehr alt. Das erste Mal, dass ein Wissenschaftler darüber im Fernsehen redete, ist mindestens 15 Jahre her. Und Studien dazu gab es schon in den 80ern. Also, das ist nicht neu. Ich predige allen, die ich sehe, über dieses Thema. In letzter Zeit fängt das langsam an, anzuziehen, aber viele Leute nutzen diese Energiequellen, Anführungszeichen, nicht in ihrem vollen Potenzial. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum Menschen nachts schlafen und tagsüber wach sind? Naja, bei uns ist es andersrum, wir sind Hacker. Aber ihr wisst schon, die meisten Leute funktionieren so. Menschen sind auch im Sommer aktiver und haben eine bessere Stimmung. Im Winter sind sie weniger aktiv, schlafen mehr, essen mehr, manche sagen sogar, sie sind depressiv. Es muss ja einen Grund geben. Manche sagen, es könnte die Wärme sein. Aber wir haben eine Heizung, man kann die Heizung aufdrehen, dann fließt das Blut wieder besser, fühlt sich genauso. Aber manche sagen Vitamin D, aber man kann auch kein Vitamin D essen und sich dann wie Sommer fühlen. Es gibt sehr, sehr viele Experimente. Wenn der Frühling kommt, die Menschen gehen wieder raus, sitzen in Cafés, gucken zur Sonne, um ein kleines bisschen Licht zu erhalten. Also, es ist das Licht. Aber was ist der Unterschied zwischen Sonnenlicht und dem anderen Licht, was man so hat? Hier, seht ihr es. Rechts ist das Spektrum einer Glühbirne, links der Sonne. Der Glühbirne fehlt Blau fast vollständig. Und das ist bei den meisten künstlichen Lichtquellen so. Das ist keine gute Idee, das als Tageslicht in Anführungszeichen Quelle um sich herum zu haben. Denn der Körper unterscheidet zwischen Tag und Nacht anhand der Menge an Blau, die in die Augen fällt. Also, ihr habt Rezeptoren im Auge zum Sehen, für die Farben, Blau, Rot, Grau, manche für Helligkeit, manche für Bewegung. All diese Signale gehen durch den Sehnerv ins Gehirn, dahin, wo die Bilder verarbeitet werden. Aber es gibt auch Rezeptoren im Auge, die nur Blau akzeptieren. Und die Signale gehen nicht in den Sehnerv, sondern sie gehen direkt in einen sehr, sehr alten Teil des Gehirns, in den suprachiasmatischen Kern, was ein griechisches Wort für Sonne ist. Wenn dieses blaues Lichtsignal dieses Gebiet trifft, passiert eine ganze Menge Dinge. Das Wichtigste ist, die Produktion von Melatonin, dem sogenannten Schlafhormon, wird beendet. Tagsüber möchte man das so haben, denn wenn man es nicht hat, denkt der Körper, es ist schon Abend und bereitet sich auf die Nacht vor und wird müde. Dopamin und Serotonin im Gehirn steigen auch, der Blutdruck steigt, der Puls steigt, die Pulsfrequenz. Und das kommt alles von dem blauen Licht, was in das Auge einschlägt. Das hier sind alte Slides, die überspringen wir. Also, was ist das für ein Licht? Es ist magisch, kostet das tausende Dollars. Naja, es gibt Antidepressionstherapielampen für hunderte Euro, die man aber nicht so kaufen muss. Die ich hier mit habe, hat auf Amazon 30 Euro gekostet. Die Nummer,
die euch interessiert. Oder die Art und Weise, wie die Lampe funktioniert, ist nicht wichtig, ist die Farbtemperatur, 6500K. 6500K ist die Farbtemperatur der Sonne im Sommer. Das schickt genug blaues Lichtsignale, um euch am Tag aktiv zu halten. Und daran müsst ihr denken, das wollte ich mit euch teilen. Ich habe ein paar von diesen Lampen hier bei mir. Ich bin Rudimentor und wenn ihr euren Space mit dem Zeug pimpen wollt, dann sprecht einfach mit mir, ich teile sie gerne mit euch. Next up, als nächstes kommt, wie man Jobjäger oder Headhunters vermeidet. Also ich möchte euch ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, die ich gemacht habe. Den Clicker, den, wo ist der? Oh. Als erstes, als Umfrage, also wer von euch hatte schon mal Kontakt mit einem Headhunter? Über LinkedIn, Xin oder auch Recruiter, so ungefähr 10%. Und wer von euch hat seinen Job über einen Headhunter bekommen? 1, 2, 3, 4. Okay, interessant. Als erstes, was passiert denn? Also, der Headhunter will Geld verdienen. Das ist nicht, das ist an sich nicht schlecht. Er hat eine große Datenbank mit Empfehlungen und Bewerbern und über die Business-Plattform. Und dann geht er zu dem Arbeitgeber und schaut sich die Leute an, welche den, also die größte Überschneidung haben, und er versucht darüber Geld zu verdienen. Weil für mehrere Dienstleistungen und natürlich über, also über mehrere Dienstleistungen und natürlich über einen unterschriebenen Vertrag am Ende. Und da gibt es ein paar Motivationen. Der Headhunter will natürlich Geld verdienen. Also die Verträge haben meistens so 30% des Jahresgehalts drin. Das kann sogar relativ viel sein. Der Bewerber, der will eine schnelle Bewerbung, er will den Job haben und natürlich auch noch den Arbeitgeber, er möchte einen Arbeitnehmer haben, der wirklich zu ihm passt, also der nicht so leicht zu finden ist. Also, weil teilweise sind die wirklich schwer zu finden, also gute Arbeitnehmer. Also das sieht eigentlich aus wie eine Dreifach-Win-Situation. Also jeder bekommt, was er haben will. Aber nur auf den ersten Blick. Wenn dann nochmal schön hinschaut, gibt es ein paar Probleme. Und hier gibt es jetzt eine Übersicht. Wenn ein Arbeitnehmer sich bewerben will, der zahlt relativ hohe Beträge. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel drei Bewerber. Also der erste bewirbt sich ohne einen Headhunter, der dritte mit einem Headhunter und der in der Mitte hat, also ist es ein bisschen günstiger, weil ihm zum Beispiel Erfahrung in Node.js fehlt, aber also er passt nicht so gut auf den Job, aber praktisch alle drei können den Job machen. Please get closer to the mic, because we already get feedback. Oh, okay, thanks. You can see your slides down on the monitor also, you don't have to turn around. Yeah, I want to point out the important things. Ich möchte aber auf die Sachen zeigen. Also, aus der Sicht des Arbeitgebers will man natürlich Geld sparen. Also es gibt praktisch keinen Grund, den zweiten zu nehmen, weil er hat dieselben Qualifikationen wie der erste, aber man muss halt Betrag X zahlen. Aber da gibt's eine Ausnahme natürlich dazu. Wenn der Headhunter einen Exklusivvertrag mit der Firma hat, dann spielt das keine Rolle mehr. Das bedeutet, dass der Bewerber in der Mitte verschwindet und es praktisch nur noch den Rechten gibt. Also, oder dann sind die Chancen gleich für den, der sich ohne Headhunter bewirbt und der mit. Das ist ein Diagramm,
dem ich folge, wenn ich einen Headhunter einstelle, den kann man runterladen unter folgende URLs. Das Ding ist eigentlich relativ selbsterklärend. Und hier ist jetzt der Link dafür. Thank you. So, the last talk. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Vortrag, Pretty Easy Privacy. Hi. Hi. My name is Mom. Entschuldigung. Mein Name, ich erzähle euch über Pretty Easy Privacy, und das ist so eine Art Nachfolger von Pretty Good Privacy, und wir wollen Verschlüsselung für die Massen machen. Das ist also ein Langzeitprojekt. Wir haben ein Internet-AFC geschrieben. Erster Satz. Aufbauend auf den bereits vorhandenen Sicherheitsformaten und Nachrichtenübertragungen, so wie PGP und MIME, versuchen wir aufzubauen. Ja. Das PEP, wie wir es nennen, ist eine für mehrere Plattformen vorhandene Abstraktion, um einfach verwendbar zu sein mit verschiedenen Krypto-Tools. Und es kann verschiedene geschriebene Sachen verschlüsseln. Und wir haben einen opportunistischen Ansatz, also wir versuchen das, was schon vorhanden ist, weiterzuverwenden. Es ist nicht jetzt schon ein neues Krypto-Tool und kein Plattform-Provider. Und es ersetzt nicht die Krypto-Tools, die es schon gibt. Es ist außerdem nicht nur für E-Mails, auch wenn das der Anfang ist, an dem wir momentan arbeiten. Momentan ist es nur E-Mail, aber es wird mehr werden. Wir wollen also die Massenverschlüsselung bringen, damit Massenüberwachung teurer wird. Entwickler können PEP einfach als Plugin in ihrer vorhandenen Software benutzen, und Nutzer können es einfach ohne Probleme nutzen. Die Architektur ist, wir haben also die Applikation ganz oben, dann haben wir Adapter in verschiedenen Programmiersprachen, und dann über diesen Adapter wird die Engine, die PEP-Engine, verbunden. Der Adapter ist also eine Art Binding für die Schnittstelle der Engine. Und die Engine kennt die verschiedenen kryptografischen Standards, die es gibt. Und als Entwickler muss ich also nur zwischen meiner eigenen Applikation und dem Adapter die Verbindung herstellen. Und die Engine ist natürlich trotzdem auch auditiert und Open Source. Wir haben Adapter für verschiedene Sachen wie GNI für Java, C-Sharp für Windows-Kram, JSON-Adapter, Objective-C für iOS, Python, C++. Und das ist das, was es derzeit tut. Es verwendet OpenPGP und S-MIME, ohne dass der Nutzer irgendwas tun muss. Es automatisch verschlüsselt auch die Betreffzeile. Die Fingerprints werden in Trustwords übersetzt. Wir haben eine Opt-in-Passwort, und das sind gerade Trustwords anstelle von Fingerprints gewesen, und so synkt man seine Schlüssel, Kontakte und Kalender über verschiedene Geräte mit den eigenen Geräten. Wir benutzen dafür IMAP, das heißt, man synchronisiert nicht über die Cloud, was ja fremder Leute Computer sind, sondern über die eigenen Computer. Wir versuchen alles richtig zu machen, es ist End-to-End, es ist Peer-to-Peer, es gibt keine zentralisierte Infrastruktur oder geschlossene Server, es ist alles freie Software mit Code-Audits. Wir wollen kompatibel sein mit verschiedenen Kryptotechnologien, momentan ist es PGP, S-MIME und GPG. Und es wird außerdem noch OTR und XLOTL und weitere Standards geben. Message-Übertragungsmöglichkeiten benutzen wir momentan SMTP und Exchange, aber wir wollen außerdem auch zum Beispiel SMS haben. Mehrere Plattformen, mehrere Sprachen.
Und Content-Verschlüsselung ist nicht alles, als das Publikum kennt das hier. Also in der Zukunft, wenn diese Leute dort fertig sind mit von GNUnet, dann wollen wir alles durch GNUnet durchpipen. Wenn ihr die nicht kennt, guckt euch die an. Und sie haben auch ein Assembly hier. GNUnet ist ein Mesh-Routing-Schicht, die das alte, unsichere Internet und dessen Protokoll-Stack ablösen soll. Das kommt aus den 70ern und heutzutage würde man das anders machen. Also, PEP macht das, was der Nutzer machen wollen würde. Wir schreiben also keine How-To-Guides, wie wir das in der Crypto-Party-Bewegung machen, sondern wir schreiben die Nutzererwartungen direkt in Software und Protokolle, so dass der Nutzer aus seiner Sicht sich gar nicht mehr mit der Kryptographie so sehr beschäftigen muss. Wir haben es quasi aufgegeben, dass der Nutzer verstehen soll, wie er das macht und warum er das macht, sondern wir schleichen es einfach ein, also so, dass der Benutzer es einfach standardmäßig benutzt. So, danke, gerade rechtzeitig.